Hallo und herzlich willkommen zurück zu Project Zero, Priesterin des Schwarzen Wassers. Ich habe nach Folge 1 schon Schiss in die Buchse gehabt. Und ja. Wir sind jetzt hoffentlich an der Stelle, wo wir sind. Das haben wir ja letztes Mal gelesen. Wo sind wir denn jetzt? Oh ja, wir haben das Buch gefunden, genau. Und es wird dunkel und sie hat gesagt, wir sollen uns beeilen. Und die Tür ist hinter mir zugegangen, natürlich. Scheiben! Ich war zu paralysiert, ich habe die Kamera. ものさがしは簡単だけど、人探しは難しいわ。影見はその名の通り対象の影を見てしまう。神隠しにあった人の影は追わない方がいい。見てはいけないものを見てしまうこともある。 Bist du denn jetzt der Schatten einer Person? Oh boy. Geister werden versuchen, dich anzugreifen oder zu packen. Ändere die Neigung, bis der Rahmen rot ist. Der fotografierte Geist ist zurückgewichen. Vielleicht wird er verbannt, wenn ich mehrere Fotos schieße. Oh, fuck. Fotografiere die Schwachstelle eines Geistes, null, um ihm Schaden zuzufügen. Oh, fuck. Warum wackelst du so hin und her, Junge? Das ist jetzt noch recht entspannt, will ich mal fast merken. Das wird ja dann später noch viel schlimmer. Einführung Geistersplitter. Geistersplitter werden sichtbar, wenn du Geistern Schaden zufügst. Fotografiere sie, bevor sie nach kurzer Zeit wieder vom Geist aufgenommen werden. Okay.
Okay. Mein Schnappschuss ist... Du kannst Geister mit Glühfäden aufspüren. Ah, okay. Ein tödliches Foto ist möglich, wenn der Aufnahmebereich während des Geisterangriffs rot blinkt. Erwische den Geisterzügen in der Mitte, wird zurückgestoßen und tödliche Zeit wird ausgelöst, in der du konstant Fotos schießen kannst, ohne Film zu vergeuden. Okay. Tödliche Fotos sind sehr nützlich, wenn dir Geister zu nahe kommen, um einen Schnappschuss auszulösen. Ja, gut. Ah, verdammt. Sind wir denn bald durch? Ach, der war doch mittig. Und warte, bis er angreift, na toll. Ausweiche, Angriffsreichweite und Angriffskraft. Okay. Holy moly. Dafür gab es eine Trophäe. Ich habe noch nicht gesehen, was für eine. Oh boy. Oh boy. Aber grafisch ist das Spiel echt schön. Es macht mir Angst. Aber es ist grafisch schön. Sensei, 先ほど 黒沢さんがいらっしゃって. Ah, Hisoka が来たのか. 見つかったそうです.
本当か？受け取っておきました。Sieht aus, als wenn es leer ist. Es ist doch nicht leer. Während Hisoka Yuri im Wahrnehmen von Schatten unterrichtete, nutzte diese ihre Gabe, um ein Album mit Leichenfotos aufzuspüren, das in den Ruinen eines Gasthofs auf dem Hikami-Berg zurückgelassen wurde. Ein gewisser Ren Hōchō hatte dieses Album angefordert. Als Ren aus einem Albtraum erwachte, wurde er plötzlich von Ungewissheit geplagt. War es wirklich nur ein Traum oder eine unterdrückte Kindheitserinnerung? Diese Frage hatte ihn bereits seit einiger Zeit beschäftigt. Ja, ich habe viel verpasst. I know. Ich habe den ersten Tropfen abgeschlossen. Ich hätte letztes Mal also schon was abschließen können. Okay. Okay. Normal? Geht es auch leicht? So, ich kann Sachen freischalten. Ah ja. Warum steht nirgendwo ein Preis? Okay. Oh. Es gab Schwierigkeitsgrade. Na moin. Schwierigkeit sehr leicht. Aktuelle Punkte. Ich nehme mal hiervon. Oh, es war 50. Ich fühle mich gerade ein bisschen seltsam. Einige Tage sind seit Yuris Einführung in die Kunst der Schattenwahrnehmung im verlassenen Gasthof vergangen. Hisoka ist seither verschwunden und nicht zurückgekehrt. Yuri ist besorgt und weiß nicht, wie und wo sie mit der Suche nach Hisoka beginnen soll. Während sie im Antiquitätenladen wartet, taucht ein Mädchen namens Fuyuhi Himino auf, das behauptet, Hisoka darum gebeten zu haben, eine vermisste Person zu finden. Ich hoffe, die schauen uns das auch und hellen uns das nicht nur. Das sieht eher aus wie ein Kaffee, als wie ein Antiquitätenladen. Ach, ein Antiquitätenladen und ein Kaffee, okay.黒沢、ひそかさんはいらっしゃいますか。あ、すみません。今留守にしています。依頼をした日々野です。人探しだから受けるかどうかということでしたけど、いつになるのかと思って。人探し？山に行ったかもしれないんです。ひかみ山。ひかみ山。山の近くで遥かを見た人がいて、 自殺の名所ですよね。遥かがそんなところに行くはずないんです。私に何も言わずに。すみません。黒沢が戻り次第。
遅くなるなら結構です。自分で確かめます。Da war aber kein Komm zurück. Da war nur ein Oh, oh. Ein Fall einer verschwundenen Person, die sogar ging vor einigen Tagen weg und ist seither nicht zurückgekommen. Vielleicht arbeitet sie an diesem Fall. Hisokas Zimmer ist oben. Vielleicht kann ich dort Hinweise darauf finden, wo es sich aufhält. Okay. Okay. Habe ich denn die Kamera obscura? Nö. Die Steuerung ist ein bisschen hakelig. Das könnte ein kleines Problem werden. Ein paar aufgereihte, sorgfältig polierte Tassen. Seit ich einige wertvolle Gegenstände zerbrochen habe, hat Hisoka alleine sie poliert. Unter der Ablage mit Kaffeetassen befinden sich verschiedene antike Dosen und Einmachgläser. Eine antike Uhr auf einer alten Kommode. Hisoka liebt Uhren, deshalb ist der Laden voll von ihnen. Sie findet ihr Ticken beruhigend. Das sehe ich ein bisschen anders. Was ich persönlich hasse es. Das Radio dient als Dekoration. Die Senderwahl funktioniert nicht mehr, daher produziert es nur Rauschen. Dann schalt ab! Das ist das Kunden-WC. Hisoka und ich putzen es abwechselnd. Fühlt sich so jetzt gerade ein bisschen wie Phoenix Wright an, nur in 3D. In diesen Schubladen werden wohl Belege und Buchhaltungsunterlagen aufbewahrt. Ich habe sie mir nie genauer angesehen. Der Kühlschrank ist gefüllt mit Wasserflaschen, Erfrischungsgetränken und Bier. Alkohol ist zwar nicht auf dem Menü, doch wird er Stammkunden manchmal doch ausnahmsweise serviert. Jetzt auch nur wieder wegen dem Radio, oder? Alleine hier zu stehen, macht mich noch immer nervös, da ich noch nie gut mit Kunden umgehen konnte. Ich habe gerade erst gelernt, wie man Kaffee macht und habe nie wirklich Kunden bedient. Ach, diese Musik einfach im Hintergrund. Ein Buch über den Hikami-Berg lag auf dem Bücherregal. Der Band scheint sich mit den Gerüchten rund um die übersinnlichen Phänomene des Berges zu befassen. Wie wird ein Ort für Selbstmord berühmt? Ein Ort erlangt über Zeit einen gewissen Ruf. Je mehr Menschen sich dort ihr Leben nehmen, folglich lockt er mehr jener an, die sich wünschen, am Ende nicht allein zu sein. Interessanterweise sind solche Gebiete selten für die Sichtung von Geistern bekannt. Genau das ist es auch, was den Hikami-Berg von anderen Orten unterscheidet. Durch die weit verbreitete Tradition des Selbstmords wird dieser Ort schon seit langem als Zufluchtsstätte für Geister gehandelt. Es gibt auch die sogenannten Priesterinnen des Schwarzen Wassers. So wird behauptet, dass eine Begegnung mit einer solchen Priesterin ein Omen dafür ist, dass sie einen bald in den Tod führen wird. Diejenigen, die dem Blick einer Priesterin zum Opfer fallen, werden laut Gerüchten den Berg nie wieder verlassen. Zudem hört man auf dem Hikami-Berg auch gerne Sagen von Geistern, die ihren eigenen Tod immer wieder durchleben müssen. Dieser Fluch lastet auf denjenigen, die sich entgegen der örtlichen Sterbebräuche das Leben nehmen. Sie werden dazu verdammt, ihre letzten Momente bis in alle Ewigkeit zu erleben. Unzählige Überlebende der Ereignisse auf dem Berg berichten von Begegnungen mit Priesterinnen oder immer wieder sterbenden Geistern, durch die die Opfer selbst den Drang nach einem ganz spezifischen Tod verspürten. So sind wahrscheinlich die Geschichten dieser Priesterinnen und Geister, die noch immer jene verzweifelten Menschen anlocken, die ihrem Leben ein Ende setzen wollen. Ein Buch über den Hikami-Berglock auf dem Bücherregal.
Der Band scheint sich mit den Traditionen rund um den Berg zu befassen. Schon lange ist man der festen Überzeugung, dass der Hikami-Berg von Geistern heimgesucht wird. Früher vermieden abergläubische Einwohner sogar mit ihren Füßen in Richtung des Berges zu schlafen. Auch glaubte man, dass ein Blick auf den Sonnenuntergang über dem Berg Kreaturen aus dem Jenseits heraufbeschwören würde. Heutzutage sagt man, der Berg ziehe diejenigen an, die vom Tod fasziniert seien. Es gibt unzählige Gerüchte von Menschen, die durch den verfluchten Gipfel wie von Geisterhand verschwunden sind. Diese Betroffenen begeben sich den Angaben zufolge alleine auf dem Berg, ohne jegliche Spuren zu hinterlassen. Man sagt, die Leichen der verschwundenen Opfer würden im See der Verstorbenen auf dem Gipfel des Berges angeschwemmt werden. Nachdem der Ort in eine Touristenattraktion umgewandelt wurde, schienen derartig schreckliche Geschichten kurzzeitig in den Hintergrund zu geraten. Jedoch war dies nur ein sehr kurzlebiger Zustand und der Hikami-Berg wird von vielen noch immer als verfluchter Berg oder auch Ort des Todes angesehen. Gegenwärtig ist er ein beliebter Ort, um sich das Leben zu nehmen. Langsame Türen geöffnet. Okay, ja. Die Mauern des Nachbarnhauses sind gerade so durch das satinierte Glas erkennbar. Ich will ja nichts sagen, aber diese hinter mir sich schließende Türen sind echt gruselig. Dieser Raum wird als Abstellkammer genutzt, wurde aber aufgeräumt, um als Gästezimmer zu dienen. Das war mein Zimmer, als ich hergekommen bin. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, bin ich davon überzeugt, dass Hisoka diesen Raum dafür benutzt, von ihr gefundene Personen hier übernachten zu lassen. Eine Uhr steht auf einer alten Kommode. Das Ziffernblatt ist alt und verblasst. Hisoka scheint die Uhr dennoch zu mögen. Hier hängt ein japanischer Fensterladen. Der Stoff scheint ursprünglich für etwas anderes verwendet worden zu sein. Der Innenhof ist voll mit Bambusstängeln und schmalen Bäumen. Der alte Brunnen sammelt Wasser vom Berg, jedoch benutzen wir ihn nicht. Kam ich nicht von hier? Ich glaube schon, ja. Ich kam von hier. Hisoka hat mir dieses Zimmer überlassen, als ich eingezogen bin. Zuvor war es ihr Schlafzimmer. Ich lebe schon eine Weile hier, aber ich habe immer noch nicht alles ausgepackt. Hisoka hat den Tisch für mich hierher gebracht. Das hier war einmal Hisokas Schlafzimmer, doch sie hat es mir überlassen. Ein Haufen Pappschachteln. Ich habe sie nicht angefasst, seit ich hergezogen bin. Auf der Kommode liegen einige Aktenordner und Körbe. Hisoka hat sie für mich vorbereitet, doch weiß ich nicht, was ich mit ihnen anfangen soll. Deine Gabe. Ah, Jumpscares werden hier so schlimm sein, wenn die so langsam die Türen öffnen. Ja, wir gehen gleich da rein.
Eine kleine eingetopfte Herzblattlilie steht auf einer niedrigen Kommode. Achso, das ist das Rad hier von da unten, was ich höre. Man kann von dieser Brüstung aus auf den Laden hinuntersehen. Boah, ich habe das Gefühl, das wird mir so grausam, wenn wir häufiger im Laden sind. Der Laden ist jetzt auch nicht gerade uncreepy. Ach, hallo Dolly. RT? Achso, RT gedrückt halten, okay. Hier ist nichts Interessantes, okay. Ein hübscher Kimono hängt auf dem Kleiderständer. Wie sagte Dede so schön, die kann ihre Schuhe besohlen beim Laufen. Sie hat recht. Das ist Tisukas Zimmer. Sie mag diesen traditionellen japanischen Stil sehr. Hier ist nichts Interessantes, okay. Ein Ordner mit der Aufschrift Verlorene Gegenstände liegt auf dem Schreibtisch. Er ist dem Anschein nach verschnürt. Es scheint sich hierbei um Hisokas Notizen zu Fällen zu handeln, in denen sie Schatten wahrgenommen hat. Kunde. Verlorener Gegenstand, Tagebuch. Foto eines Verstorbenen. Tagebuch der Mutter finden. Der Kunde ist auf der Suche nach Informationen zu seiner verstorbenen Mutter. Kontakt mit einem Verstorbenen. Vorsicht walten lassen. Der Betreuer der Verstorbenen hat das Tagebuch auf ihren Wünschen hin verbrannt. Verlorener Gegenstand, Lagerraumschlüssel. Foto eines Verstorbenen. Details, Lagerraumschlüssel finden. Womöglich ist der Gegenstand bereits verloren. Relikt und Gegenstand gehören dem Verstorbenen. Vorsicht walten lassen. Gegenstand gefunden. Wurde von Eltern des Kunden versteckt. Der Gegenstand wurde dem Kunden zurückgegeben. Diamantring. Die Schachtel des Rings. Der Kunde sucht nach verlorenem Verlobungsring, hat darum gebeten, den Partner nicht zu benachrichtigen. Hochzeitstag rückt immer näher. Auf dem Schreibtisch des Kunden gefunden. War an einer offensichtlichen Stelle, jedoch vom Kunden unbemerkt. Kunde, Renhocho. Album mit Leichenfotos. Relikt Leichenfoto. Referenzmaterial für ein Buch über traditionelle Bräuche in der Gegend um den Hikami-Berg. Unangenehmer Ort. Jedoch besteht keine große Gefahr. Kunde ist ein Bekannter. Resultat im alten Gebäude des verlassenen Gasthofs gefunden. Ein Schatten versuchte Yuri in das Jenseits zu ziehen. Hätte alleine dorthin gehen sollen, muss Yuri raten, sich vom Berg fernzuhalten. Ein Buch mit dem Namen Schattenwahrnehmung liegt neben den Akten. Schattenwahrnehmung beschreibt die Fähigkeit, Spuren der Vergangenheit zu erspüren. Sie unterscheidet sich nicht allzu sehr von der Psychometrie. Folgt man diesen Spuren, so kann man Dinge finden, die entweder verloren gegangen oder noch nicht länger sichtbar sind. Sie existieren wirklich. Doch man kann sie aus unbekannten Gründen nicht mit bloßen Augen erkennen. Es kann sich dabei um Gegenstände handeln, die der Besitzer vergessen wollte, deren Besitzer verstorben sind, die selbst nicht länger sichtbar sein wollten, die teilweise in das Jenseits gezogen wurden oder die unsichtbar in unserer eigenen Welt sind. Solche Gegenstände können durch das Wahrnehmen von Schatten zu uns zurückgerufen werden. Menschen, die wie von Geisterhand verschwunden sind, darf man im Gegensatz zu Objekten unter keinen Umständen leichtsinnig folgen. In vielen solchen Fällen wurden sie von Kreaturen des Jenseits entführt, die sich immer in der Nähe des Opfers aufhalten. Hierbei ist äußerste Vorsicht geboten. Ein offener Umschlag wurde auf dem Schreibtisch zurückgelassen. Der Absender ist Fuyuhi Himeno. Das muss wohl Fuyuhis Auftrag sein, eine vermisste Person zu finden. Vielleicht befinden sich darin Hinweise über den derzeitigen Aufenthaltsort von Hisoka und Fuyuhi.
Sehr geehrte Frau Kurosawa, bitte finden Sie Haruka. Sie hat sich seit einer Woche nicht gemeldet. Sie kümmern sich doch um Fälle vermisster Personen, oder? Ich habe mich mit der Polizei in Verbindung gesetzt. Jedoch will mir dort niemand helfen. Man hat mir gesagt, dass sie wie von Geisterhand verschwunden sei. Haruka war aber nicht einfach verschwunden, ohne mir etwas zu sagen. Ich bin mir sicher, dass ihr etwas Schlimmes zugestoßen ist. Meine eigene Trauer halte ich aus, aber ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass sie irgendwo leidet. Was, wenn sie darauf wartet, dass ich sie finde? Ich mache mir unglaublich große Sorgen. Haruka ist immer noch am Leben, davon bin ich überzeugt. Etwas musste jedoch unternommen werden, und zwar schnell. Können Sie sich noch daran erinnern, als Sie das Bild von mir und Haruka gefunden haben, das mir so am Herzen liegt? Ich war überglücklich, es in meinen Händen zu halten. Jetzt brauche ich erneut Ihre Hilfe. Okay. Es zeigt eine schüchterne Fuyuhi mit einem anderen Mädchen. Es scheint, als seien sie Freundinnen. Hisoka-san, kono hito o sagashite, Hikami-yama ni. Hikami-yama, 自殺の名所だという. Himino-san wa, kitto, kono yama ni iru. Der Hikami-Berg. Fuyuhi sollte hier irgendwo auf dem Berg sein. Ich sollte ihre Spur mithilfe des Bildes, das ich von ihr habe, finden können. So. Du hast keine Kamera aufs Kuchen, ne? Das ist nice. Fuyuhi ist nicht hier lang gegangen. Ich muss der Spur folgen, um sie zu finden. Oh, ist ja gut. Cockblock-Game. Nein, du darfst hier noch nicht. Nicht, dass wir aus Versehen einen Jumpscare auslösen. Das wollen wir doch nicht, oder? Zum Becken der Reinheit. Schön, wie die Blümchen nachgeladen haben. Die Straße ist abgerutscht und die Steintreppen sind abgebrochen. Der Erdrutsch muss dafür verantwortlich gewesen sein. Die alte Straße scheint hinauf zum Rand des Abhangs zu führen. Alter. Diese Steuerung. Das Wasser, das durch die Steine fließt, hat einen kleinen Teich geformt. Hier liegt etwas auf dem Boden. Du Arschgeist! Manchmal taucht eine Geisterhand auf, wenn du nach einem Objekt greifst. Das RT im richtigen Moment los, um ihr auszuweichen. Solltest du geschnappt werden? Okay. Eine Touristenbroschüre. Vielleicht hat Fuyuhi sie verloren. In ihr ist eine Karte des Berges. Damit sollte ich mich besser zurechtfinden.
Das ist also der Weg vom Becken der Reinheit zum unergründlichen Wald. Alles klar. Wähle im Hauptmenü X aus. Oh ja, hier. Leuchtet auch schon wieder was. Der erste passt mit dem Wasserfall. Reinigende Glut erhalten. Holen, die verbotenen Flammen entfachen. Sie trocknen und teilen einen schattengetränkten Status. Der Nässebalken reicht unten auf der Bildschirmleuchte. Der Nässebalken rechts unten auf dem Bildschirm leuchtet auf, wenn du mit Wasser in Berührung kommst. Wenn du durchnässt bist, wirst du zu einem leichten Ziel für bösartige Geister. Benutze reinige Glut, um dich abzutrocknen. Okay. War das jetzt eine Aufforderung, das mal zu tun? Okay. Weiter mit dem Ziehen. Hat der Fenster hier nicht nochmal irgendwie ausgeschlagen? Ich muss hier lang. Hier hoch, okay. Boah, diese Geräuschkulisse. Dort unten ist etwas im Wasser. Ah. British Girl. Hisokas Kamera Obscura? Wieso ist sie hier? Du hast das Betäubungsobjektiv erhalten. Objektiv, das fotografierte Zielobjekt einen Moment lang zum Taumeln bringt. Um es zu verwenden, rüste deine Kamera Obscura damit aus und drücke anschließend X, sobald du genug Geistenergie hast. Du hast die Aufrüstung Wechseln erhalten. Mit ihr kannst du verschiedene Objektive anbringen und verwenden. Du kannst jetzt die Kamera Obscura benutzen.
Film auswählen. Achso. Die Strömung muss die Kamera Obscura hierher getrieben haben. Das heißt, Hisoka ist auch auf dem Berg. Zuerst sollte ich aber nach Fuyuhi suchen. Sie kann doch noch nicht so weit gekommen sein. Ich hab die noch gekriegt. Okay, da lang. Die Straße teilt sich hier. Die Pflanzen sehen etwas anders aus als die unter dem Becken. Ich muss in der Nähe des unergründlichen Waldes sein. Ein abgerissener Zettel liegt auf dem Boden. Er gehört wohl Fuyu Himino. Ich habe mich über den Hikami-Berg informiert. Es war schon immer ein sehr spiritueller Ort, aber spirituell ist hier wohl das falsche Wort. Eher übernatürlich, da es von Geistern der Toten dort nur so wimmelt. Vielleicht ist es deshalb ein beliebter Ort für Selbstmörder? Haruka wäre jedoch nicht alleine zum Sterben dorthin gegangen. Nicht ohne mir Bescheid zu sagen. Bücher behaupten, dass Leute durch den Berg wie von Geisterhand verschwinden. Sie werden dorthin gelockt und verschwinden ganz allein. Ich habe gelesen, wie der Berg es vor allem auf Leute abgesehen hat, die einfühlsam, ängstlich, sanftmütig und ohne Familie sind. Mein Herz ist mir in die Hose gerutscht, als ich das gelesen habe. Genau das ist nämlich die perfekte Beschreibung von Haruka. Sie ist so liebenswürdig und offen. Sie vertraut sich mir immer an. Auch ist sie äußerst aufmerksam, sogar wenn sie nicht immer so scheint. Sie weiß immer, was ich gerade denke. Vielleicht ist sie dem Berg zum Opfer gefallen, wie von Geisterhand verschwunden. Dort, wo Leute hingehen, nachdem sie wie von Geisterhand verschwunden sind, je mehr ich mir darüber den Kopf zerbreche, desto mehr Angst macht mir das Ganze und desto rascher wird mein Herzschlag. Ich muss mal ganz kurz... Ja, wir müssen jetzt hier an der Stelle... Ein Glück. innehalten, Pause machen. Ein Glück, weil ja. Ich wollte aber nicht die Karte. Das wollte ich aber nicht so. Ach hier. Hat das jetzt überhaupt gespeichert? Ich gehe mal sicher, ob es aber hier durch und danach machen wir einen Cut. Jetzt sollte der ja speichern. Oder?
kein Speicherzeichen gegeben. Also mache ich jetzt noch ein kleines Stück, bis ich das erste Mal speichern. Ah, jetzt. Jetzt mach mal den Cut. Oh Gott. ja, das Spiel wird mich halt noch richtig hart triggern, weil ich echter Schisshase bin, aber das merkt ihr ja sicher schon. Deswegen spielen wir das auch auf sehr leicht, einfach damit ich nicht demotiviert werde, ihr trotzdem die Story seht, wenn euch die Story interessiert. Ja, es tut mir leid, dass ich nicht so der Oberbrau-Gamer bin, der keine Ahnung was, keinen Schiss in die Buchse hat. Ich danke, dass ihr für mich wieder, also wieder mit mir dabei gewesen seid. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin. Tschüss.